Guten Morgen, lasst uns die ersten Aufgaben vergleichen. Lehrbuchseite 113, die Nummer 1. Ich hatte heute schon ein bisschen technische Probleme. Das erste Mal ist das Video abgebrochen. Das heißt, es hat leider nicht aufgenommen. Von daher stehen jetzt hier die Lösungen schon einfach unten dran. Wer möchte, kann jetzt also einfach die Lösung sofort vergleichen. Ansonsten erkläre ich jetzt auch ausführlich, wie man die einzelnen Koordinaten der Punkte abliest. Der Punkt A hat die Koordinaten 3 und 2. Ich habe also das Koordinatensystem. Ich gucke erstmal auf den Punkt A, 3, 2. Ich zeichne ein Lot nach unten und dort sehe ich, dass eben dieses Lot nach unten auf die Zahl 3 auf der x-Achse zeigt. Also x ist 3. Und dann mache ich das Gleiche. Ich gucke nach links ins Koordinatensystem. Dort wird auf der Y-Achse die Zahl 2 getroffen. Die Y-Koordinate ist also 2 und ich schreibe A, Klammer auf, 3, senkrechter Strich, 2, Klammer zu. Und so gehe ich immer auch bei den anderen Punkten vor. Bei dem Punkt B zum Beispiel. Er liegt auf der X-Achse, hat also die X-Koordinate 5. Und wenn ich nach links schaue, komme ich auf den Koordinatenursprung. Y ist also 0. So, weiter geht's. Der nächste Punkt, C. C, dort liegt der Punkt C, hat, wenn ich nach unten schaue, die x-Koordinate 6. Und wenn ich nach links ins Koordinatensystem schaue, gehe ich nach links. Auf der y-Achse wird ebenfalls die Zahl 6 zum Ablesen, also y-Koordinate ist 6. Damit ist der Punkt C 6 und 6. D hat die x-Koordinate 2. Und die, wenn ich nach links schaue, die y-Koordinate 7. Die restlichen Punkte lese ich vor. Ihr könnt vergleichen. E hat die Koordinaten 0, 7. F hat die Koordinaten 5, 3. G hat die Koordinaten 7 und 2. H hat die Koordinaten 3 und 5. I hat die Koordinaten 4 und 9, K die Koordinaten 0 und 3, L 1 und 1, M hat die Koordinaten 9 und 4, N hat die Koordinaten 15 und 6, P hat die Koordinaten 12 und 8, Q hat die Koordinaten 10 und 1, R hat die Koordinaten 13 und 2. Ich hoffe, ihr hattet alles richtig und ein bisschen Spaß. So. Teilaufgabe B. Zeichne ein Koordinatensystem mit der Einheit 1 cm in dein Heft und trage die folgenden Punkte ein. So, da haben wir die Punkte. Also, in A haben wir Punkte abgelesen. Das Koordinatensystem war insgesamt sehr viele Punkte und wir hatten eben als Abstand von einer Einheit nur einen halben Zentimeter. Jetzt soll die Einheit 1 cm sein. Unser Koordinatensystem wird also wahrscheinlich viel größer sein. Und nichts ist ärgerlicher, als wenn man ein Koordinatensystem zeichnet und am Ende passen nicht alle Punkte rein. Also müssen wir erstmal gucken, wie groß unser Koordinatensystem ist. Dazu schaut man sich alle Punkte an und sucht erstmal alle Koordinaten an. Zum Beispiel, ich markiere alle Koordinaten, alle x-Koordinaten der Punkte. Schau mir die an und suche nach dem größten x-Wert. Größte x-Koordinate. Das ist beim Punkt D und E 6. Also der größte x-Wert, ich nenne den x-max für x-maximal, ist gleich 6. Mein Koordinatensystem muss also, die x-Achse muss also mindestens 6 mal 1 Zentimeter, also 6 Zentimeter, am besten 7 Zentimeter breit sein, damit ich alle x-Koordinaten der Punkte raufkriege. So, das Gleiche gilt natürlich auch für die Höhe. Es muss hoch genug sein. Ich schaue mir jetzt im zweiten Schritt alle y-Koordinaten der Punkte an. Ich habe es hier für euch grün markiert. Ich schaue es mir an. Die größte y-Koordinate ist 10. Also y-max ist 10. Mein Koordinatensystem muss also mindestens 10 cm hoch sein. Am besten 11 cm. Ich mache mir im Kopf, wenigstens im Kopf oder vielleicht so am Rand eine kleine Skizze. Also mindestens 6 nach rechts und 11 nach oben. So, dann weiß ich also, wie viel Platz ich ungefähr auf meinem Blatt Papier brauche, ob ich eventuell sogar ein neues Blatt anfangen muss. So, gut, dann fangen wir an mit Zeichnen. So, ich brauche ein bisschen Platz.
Ich nehme ein Lineal oder Geodreieck und fange erstmal mit der y-Achse an. Also auf der linken Seite vom Blatt Papier messe ich 11 cm ab. Dort, wo ich jetzt den Stift abgesetzt habe, wird der Koordinatenursprung sein. Also muss ich von diesem Punkt nach rechts die x-Achse zeichnen. Ich zeichne eine Strecke von 7 cm. Und fange jetzt an zu beschriften. Wichtig ist bei den Koordinatensystemen am Ende auch nicht die Achsenpfeile zu zeichnen. Bis zum Abitur bitte immer jedes Koordinatensystem mit Bleistift zeichnen. So. Dann fangen wir an. Der erste Punkt hat die Koordinaten 2 und 1. Also schaue ich auf der x-Achse an die Stelle 2 und dann gehe ich eine Einheit nach oben und dort setze ich das Kreuz. Dort wird also der Punkt A liegen. Ich kann entweder A schreiben oder A, Klammer auf, 2, senkrechter Strich, 1, Klammer zu. Meistens setze ich keine Koordinaten dran. Der Punkt B hat die Koordinaten 1 und 2, also x gleich 1, y gleich 2. So, auf geht's ins Koordinatensystem. X1, 2 Einheiten nach oben, dort ist der Punkt B. So, nächster Punkt, C, hat die Koordinaten 3 und 5, x gleich 3, y gleich 5. Ich gehe vom Koordinatensystem 3 nach rechts, 5 nach oben. Punkt C. Jetzt kommt Punkt D, Koordinaten 6 und 10. X gleich 6, Y gleich 10. Vom Koordinatensystem rechts 6 Einheiten nach rechts und 10 cm nach oben. Manchmal hilft es hier, ein Lineal als gedachte Hilfslinie hinzulegen, sodass ich nicht abrutsche. Da ist also der Punkt D. Weiter geht's mit Punkt E. E hat die Koordinaten 6 und 5, also vom Koordinatenursprung 6 nach rechts und 5 nach oben. Der Punkt F hat die Koordinaten 0 und 4, also vom Koordinatenursprung 0 nach rechts und 4 nach oben. Dort liegt der Punkt F. Der Punkt G hat die Koordinaten 0, 0 und liegt damit genau im Koordinatenursprung. So, jetzt geht's zum Punkt H, 4, 4. Also x, 4, y, 4 und dort liegt der Punkt H. Jetzt haben wir alle Punkte eingetragen. Ich gucke nochmal in die Aufgabenstellung, ob ich auch alles habe. Das ist Koordinatensystem war B und die Punkte ablesen war A. In A sollte ich alle Punkte notieren, habe ich. Und in B sollte ich das Koordinatensystem zeichnen. Einheit 1 cm habe ich auch. Wunderbar, gut, das war's.